Redewendung des Tages, das geht über die Hutschnur. Früher bediente man sich Maßen, die man jederzeit an einem alltäglichen Gegenstand abmessen konnte. Also zum Beispiel ein Fußbreit oder eine Elle. Und eines dieser Maße war die Dicke einer Hutschnur. So wurde zum Beispiel 1356 in Eger festgelegt, dass der Strahl aus einem Brunnen nicht stärker als die Dicke einer Hutschnur sein durfte. Das geht über die Hutschnur, bedeutet also, es ist außerhalb des angemessenen Maßes.